Kotaro Honda, Metallkundler, 1907 bis 1911, Kreuzbergring 15. Honda Kotaro. Honda Kotaro, geboren am 24. März 1870 in Okazaki, Präfektur Aichi, gestorben am 12. Februar 1954 in Tokio, war ein japanischer Physiker und Metallurge. Honda studierte an der Universität Tokio, Abschluss 1897, und arbeitete ab 1900 mit Hantaro Nagaoka über Magnetismus. Bei diesem promovierte er auch 1903. 1907 bis 1911 studierte er an der Universität Göttingen bei dem Metallurgen Gustav Tammann und wurde nach seiner Rückkehr Professor an der neu gegründeten Universität Tohoku. Bekannt wurde er als Erfinder von magnetischen Stahlsorten. 1970 KS-Stahl, KS für Kichiai Sumitomo. 1933 entwickelt zu noch besserem NKS-Stahl für New KS-Stil. Für Dauermagnete, was während des Ersten Weltkriegs durch Exportverbote im Westen erzwungen wurde. Sein KS-Stahl war wesentlich besser als die damaligen Wolfram-Stahllegierungen. Er ließ sich den Stahl auch patentieren. Dafür erhielt er einen der ersten Kulturorden, Bunka Kusho, 1937. Und weitere hohe japanische Orden. Im Jahr seines Todes das große Asahi-Band erster Klasse. 1919 wurde er Direktor des Instituts für Eisen, Stahl und andere Metalle an der Universität Tohoku. 1933 bis zu seiner Emeritierung 1940 war er Präsident der Universität Tohoku. Auch nach der Emeritierung blieb er Honorarprofessor an seiner Universität. Nach dem Krieg wurde er 1949 bis 1953 Präsident der Universität Tokio. 1940 war er einer der Initiatoren der Gründung der Technischen Hochschule Chiba. Eine Gedenktafel an Honda ist am ehemaligen Institut für Metallphysik in Göttingen. Japanischer Name. Wie in Japan üblich, steht in diesem Artikel der Familienname vor dem Vornamen. Somit ist Honda der Familienname, Kotaro der Vorname.